Vor mehr als 10 Jahren beginnt eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Es ist die Geburtsstunde der Pokémon. Ihr folgt ein Hype, der sich regelrecht zum Kult entwickelt. In einer unglaublichen Geschwindigkeit erobern die Pokémon den Globus. Immer mehr von meinen Freunden hatten dann plötzlich auch einen Gameboy und hatten auch das Spiel, was super gut war, weil dann konnte ich meine Pokémons mit denen tauschen und so fehlende Pokémon einholen. In Europa fängt 1999 alles mit den Editionen Rot und Blau für den Gameboy an. Die Reihe findet 2001 einen vorläufigen Höhepunkt mit der Edition Gold und Silber. Für viele Pokémon-Fans bis heute die besten Titel der Serie für die Gameboy-Familie. Nicht zuletzt deshalb wird ihnen jetzt neuer Glanz verliehen. In Deutschland erscheinen mit Pokémon Goldene Edition Heart Gold und Pokémon Silberne Edition Soul Silver die Remakes für den Nintendo DS. Die Games haben sich für das Remake ordentlich herausgeputzt. In den alten Editionen gab es ja gerade einmal 251 fangbare Pokémon. Nun sind wir bei fast der doppelten Menge. Das ist ein ganz großer Unterschied. Aber es gibt auch unglaublich viele neue Spielfunktionen. Unter anderem ist jetzt die Safari-Zone geöffnet mit vielen neuen Minispielen. Es gibt den Poketlon, eine Art Mini-Olympiade für die Pokémon mit 10 eigenen Minispielen. Und es gibt unglaublich viel Neues. Die wohl spektakulärste Neuerung ist der Pokéwalker. Das Lieblings-Pokémon kann auf den interaktiven Schrittzähler übertragen werden. Durch die eigene Laufleistung in der realen Welt wird das Pokémon trainiert. Der virtuelle Freund weicht nicht mehr von der Seite. Es gibt einem halt dann einfach dieses Gefühl, man ist der Trainer und man hat sein Pokémon, sein Lieblings-Pokémon bestenfalls immer bei sich. Und das Pokémon profitiert ja auch davon, indem man eben die Schritte sammelt und auch Items austauschen kann und so. Dann auch bestimmte Pokémon, die man wirklich nur auf diesem Pokémon-Walker in bestimmten Regionen fangen kann, die man da erforschen kann. Kann Geschenke darüber auch mit seinen Freunden tauschen, das ist noch ein interessanter Aspekt. Und zwar, wenn jemand anders nur seinen Pokéwalker dabei hat, aber nicht sein DS, dann kann man darüber auch Items austauschen. Auf geht's in ein neues, gigantisches Pokémon-Abenteuer mit vielen alten Bekannten und neuen Freunden. Es gibt wieder viel Unerwartetes zu entdecken und zu erleben in der bunten Welt der Pokémon.